Hätte ich sonst gefressen? Zerquetscht. Oh. Danke, Lubdiel. Du bist nett. Du auch. Ja, du kannst gehen. Und zwar hier die Treppe hinunter, gehst du den Gang entlang. Du kannst sehen, wie hier bei der 13, der Altar der tiefen Tochter, hier liegen wohl immer noch ein paar Krakonier, die nicht weggenommen worden sind. Die haben sich wohl in so einem Astloch verkrochen. Sie bluten immer noch schwer aus beiden Wunden, aber haben auch keine Waffen mehr. Die wurden wohl aufgesammelt und sehen gerade, ja, nicht so aus, als würden sie dich angreifen. Aber sitzen da rum vor dem Altar der tiefen Tochter. Da wird man so schnell wie möglich dran vorbeigehen, falls das möglich ist. Gut, dann hier wieder ein paar Astlöcher, ein paar Schmieren. Gehst du hier an der Arena vorbei und folgst wohl diesem Eingang hier nach oben. Lutil bringt dich dann dahin. Stehst du allerdings vor einem, ja, vor einer verschlossenen Mauer. Hier auch dann wieder Holz, Unholz. Lubdiel ist kurz verwundert und biegt dann in den nächsten Gang ab und geht dann hier rum. Ein ziemlich großer Gang, der wohl für Schrott und allgemein Unrat benutzt wird. Hier sind dann auch ganz viele Ratten, die dich hier anstarren aus den kleinen roten Augen. Lubdiel schnappt sich eine, beißt dir den Kopf ab und geht weiter. Und dann kommst du in den Schatzraum. Ah, okay, gut. Komme ich da doch noch rein? Also Dachte er ich. findet, er kommt dann da so vorbei. Lubdiel, du musst dich vorsichtig sein. Hier sind Ratten, die nicht gut sind. Die mag auch Lubdiel nicht und die mögen Lubdiel nicht. Die gemein oder was? Die sind aus den Niederhöllen. Was? Was, Was? Er öffnet eine Tür aus dickem, dickem Eisen. Die schwenkt zurück. Und das, was du dann dort siehst, ist, ja, die Habe von vielen, vielen verschiedenen Schiffen. Ein paar Flaggen und Fahnen, die hier wohl auch als Dekoration aufgehängt worden sind. Und ja, Hoheitsflaggen und Fahnen von den verschiedenen überfallenen Reichen. Insgesamt, ja, teilweise verschlossen, teilweise nicht verschlossen. Was du hier findest, ist in einer 3x3 Schritt großen Kammer nordisches Elfenbein, Vasara Juwelen, Heuer- und Soldkisten, ein goldenes Sandavik-Ei, thulamidisches Geschmeide, drei sorgsam verpackte Arbaletten. Also, da macht's richtig Bumm. Eine goldene Travia-Statue. Und ja, in grenzenloser Gier könntest du dich hier in Dukaten. Du könntest darin schippen. 15.000 Dukaten. Uff. Ja, ne? Amulette, Goldringe, Edelsteine, einige Ja. ausgeschlagene Silberzähne von irgendwelchen Piraten oder so etwas. Ganz kurze Frage. Kann ich mit einer Magierkundeprobe wegen diesen bösen Ratten aus den Niederhöllen machen, um herauszufinden, was das für Viecher sind? Hast du schon mal, na gut, okay, wenn du Magiekunde hast, dann erschwere ich sie dir um 7 und dann hast du vielleicht schon mal ein Gespräch mit Printigian oder so mal darüber geführt. Nee. Ja, nee, Dann also. würfel ich mal ganz kurz Goldgier. Obwohl, nee, brauche ich nicht. Ich weiß nicht, was das für Ratten sind. Ja, ne? Ragnar fühlt sich gerade wie im Paradies. Springt umher, jauchzt vor Freude. Tanzt ein wenig auf dem morschen Holz rum. Und meint, Lubdiel, du bist der Beste. Kannst du Ja, mir ein wenig. Lubdiel. Sind auch irgendwelche Truhen oder so? Also als erstes würde ich meinen, kannst du mir mal da diese Arbalette mittragen, helfen? Und dann würde ich da zwei Arbaletten nehmen und Lubdiel dann die andere in die Hand drücken. Ja, alles klar. Kann dann Fiona auch brauchen für ihre Übung auf dem Oberdeck. Sehr schön. Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Ja, Fiona hat ein bisschen Schnee geschippt, hat sich so ein bisschen die Verankerung zuerst um die Harpunale gekümmert, um da dann riesige Speere einzulegen, mit denen man Drachen töten könnte. Und ja, während nach und nach sich das Deck weiter füllt, kannst du sehen, wie wohl Jalan hier antreten lassen möchte. Jo, ich mache in Ruhe meine Übung zu Ende, das war so abgesprochen. Außerdem soll er ruhig ein bisschen beobachten, wie das geht. Und ja, ich habe mir auch schon Ugdan da hochgezogen. Ja, Wusste würfel nicht, doch mal eine dass. Lehrenprobe und danach eine
Fernkampfprobe. Beziehungsweise okay. Nicht Fernkampf, sondern. Eine Attacke? So. Was wir haben wollen ist. Muss gerade gucken. Talent, Kampf. Belagerungswaffen. Oh Gott. Und Belagerungswaffen hinterher? Und dann kannst Kann du mir ich so. Kann ich meinen Chippy einsetzen, dass ich nochmal neu würfel? Du hast den noch? So ne? Den ganzen Wurf? Ich hab noch. Ich hab heute ja, nicht dann eingesetzt. Klar. Und dann würfel den ganzen Wurf nochmal neu. Das Na, sieht das doch sieht viel schon besser gut aus. aus. Ja, und trotzdem. Ja, ja was? Was bei Kampf, Fernkampf und dann ja? Lagerungswaffen. So. Auf den Waffenwert, nicht auf das Talent. Lagerungswaffen. Gibt es denn ein Talent? Ja, steht sogar. Ich habe da einen Attackewert von 18 bei Belagerungswaffen. Ich habe da einfach mal gewürfelt. Achso, mein normaler Wert ist 10, hätte ich aber auch geschafft. Oh, genau, ja. Genau, den wollte ich haben. Richtig, sorry, du kannst also ja einmal, du auch kannst. Geschafft, ja, kein Problem, du kannst mich einmal die Attacke und einmal den Wert. Ich wusste gar nicht, dass du Belagerungswaffen hast, das ist ja. Ich drücke gerade auf den Wert, passiert nichts, den kann ich gar nicht jetzt. Nee, würfeln. Passt, alles gut, ich hab's ja gesehen. Ja, dann kannst du die Leute einweisen und. Deswegen will ich das ja machen, weil ich gesehen habe, dass ich das habe. Ja, genau. Du kannst wohl noch sehen, wie die Blitzwolke eine der Lederschwingen nicht ganz umgebracht hat. Die zuckelt und spummelt da gerade noch rum und versucht sich aufzurichten. Bekommt jetzt wohl gerade so ein bisschen Panik, wenn das bei einer Chimäre möglich ist. Und du schwenkst gerade in aller Seelenruhe mit diesem Harpunal herum, richtest es auf das Oberdeck. Jalan tritt so ein paar Schritte zurück, weil er nicht ganz sicher ist, was du da tust. Und du fängst ja erstmal an, den Leuten zu erklären. Und ja, während die dann Maß nehmen, alle mal so auf diese Lederschwinge, Ja, also sie blicken alle mal durch dieses Zielfernrohr und du kurbelst in aller Zeit dann so zurück und legst dann diesen riesigen Spieß ein, der wie gesagt ist eigentlich eher zum Drachentöten geeignet. Ja, dann schmeißt doch mal 4W6 plus 10. Okay. Oh, Belagerungswaffen Schaden zu öffnen. War wieder schön. Ja, das macht richtig Spaß. Nee, oh, falsch. Entschuldigung. Ja, guter Versuch. Das sieht schon besser aus. 12 da, sind zwei, sehen, sind nur 22 Schaden. Ja. Du nagelst das Ding an die Seite vom Offiziersdeck hier. Richtig schön. Gibt ein schmatzendes Geräusch und das Ding hat keinen Kopf mehr. Also für die, die es beobachten, auch Jalan würde wahrscheinlich auffallen, Fiona macht das anscheinend wirklich nicht das erste Mal. Sie scheint es schon oft gemacht zu haben, auch der Ton, den sie Sachen erklärt, scheint anders als bei euch so dieses Raue auch so ein bisschen verständnisvoller zu sein. Auch nach dem Motto, ja, wenn die es noch nie gemacht haben und versucht eben auch 2, 3, 4 Mal Sachen zu erklären und eben nicht einmal, ist dann auch nicht genervt davon oder so. Und scheint das auch wirklich ein Anführungszeichen Seelenruhe zu tun, also sie scheint sich wirklich Zeit dabei zu nehmen und es auch genau durchzuplanen, wer wo steht, korrigiert auch mal Sachen, sagt dann, ja, du geh doch mal darüber und so. Ja. Was sagt man dazu? Ja. Schießen kann die Frau zumindest. Ob jemand da, mit dem ich reden kann, oder machen wir nicht gerade zu mir selbst? Ja. Ich muss jetzt wieder aufgebraucht. Die müssen mich eigentlich kümmern, mach ich gleich. Also nicht jetzt. Gut, es wird dann, ja, hoffentlich auch irgendwie allgemein angetreten. Ich gehe vermutlich persönlich hoch und hole einfach Darius und dann spreche kurz mit ihm. Euer Gnaden? Hallo, Jalan. Ich dachte mir, wir machen kurz gemeinsam die Ansprache an die Mannschaft. Sie werden sich sicherlich freuen, euch zu sehen. Wo bist du gerade? Ganz oben? Also wenn er mich hört, kann er mich abfangen, ist mir egal. Sinnschärfe, hören. Also, für mich ist es okay, wenn ja, okay, dann beschreib doch mal, was er oben findet. Ich hatte einen, zieht gerade aus Fleske das Schwert raus, also ohne das, die Klinge selbst zu berühren, oder die... Also er fasst an das eingewickelte Schwert. Und der Stuhl, der Thron, beginnt sich an der Rückenlehne zu öffnen und ein kleines Fach preiszugeben. Dann siehst du, wie er daraus gerade in dieses Fach das Schwert reinsteckt. Ja, dann schau da ein wenig. Ich weiß ja nicht, ob mir das alles so gefällt, wenn ich das so sehe. Verzeiht hier, wisst vermutlich, was er tut. Es ist nur. Es sieht reichlich unnatürlich aus, wie sich das Holz so bewegt. Ah, ja, dann.
Wagner hatte geäußert, dass Magier ja, nun an einem Ort verschwinden können und an einem anderen aufzutauchen. Ich habe das Oberdeck hier schon versiegelt, dass wenn niemand hier ist, nur ich es betreten kann. Aber das Schwert, nun wer das Schwert hat, hat die Kontrolle über das Schiff. Ich finde nur... Nur dann ich und Ragnar sollten und Brindijan sollten wissen, wo sich dieses Schwert befindet. Und er wird dann sein paar Tau über diese Rückenlehne legen, sodass man das Schwert nicht mehr sieht. Ist es wohl weise, es zu verbergen? Wir wollen ja nicht, dass gewisse Elemente der Mannschaft versuchen, die Arche unter Kontrolle zu bringen. Nun, kommt ihr mit oder werdet ihr hier oben gebraucht? Sagt er mit nervösem Blick auf die beiden Steuerfrauen. Nein, ich komme mit Schwestern, korrigiert den Kurs. Wir wollen jetzt in normaler Fahrt gehen Norden. Dein Wunsch sei mir Befehl. Nun, sie scheinen immer ein wenig Respekt vor euch gelernt zu haben. Das letzte Mal, als ihr und Brindijan Befehle gehabt, klang das ja noch sehr viel aufsässiger. Kein Stück. Kein Stück. Vielleicht machen mir etwas ein. Angst, sie. Zumindest Xyleste scheint etwas wahnsinnig zu sein. Sind das auf diesem Schiff nicht alle? Hoffentlich noch nicht. Dann geht's abwärts. Was hast du denn für einen Eindruck? Dieses Schiff hier mit der Crew, sollten wir es versuchen, einmal noch ordentlich zu bemannen? Ich meine, uns eine Crew suchen, die mutig genug ist, um auf einer Dämonenarche zu segeln? Das Schiff gefällt mir nicht. Es ist durch und durch unserem dämonischen Ursprung durchdrungen. Und ich weiß nicht, ob jemand, der verrückt genug ist, freiwillig hierauf anzuheuern, wirklich jemand ist, den wir haben wollen. Derzeit müssen wir wohl mit dem arbeiten, was wir haben. Ich teile deine Besorgnis. Ich hoffe, dass Brindijan in den nächsten Tagen sich das Schiff anschauen kann. Irgendwie habe ich es noch nicht verstanden, wie dämonische Wesenheiten mit Objekten, mit diesseitigen Dingen verschmolzen werden können und ob sie dann nur noch allein der Kontrolle der Widersacher unterstehen. Am besten lassen wir das die Magier und die Kirche entscheiden. Mhm. Gut. Dann über das Oberdeck schlendern. Da dürfte ja irgendwo noch der gebrochene Effortbart vom Kapitän liegen. Dann würde ich den aufsammeln. Wo ist euer Bart eigentlich? Ich habe ihn nicht gesehen, seit ihr von der Arche verschluckt wurdet. Habt ihr ihn verloren? Ja, er wurde mit mir verschluckt und er befindet sich hier irgendwo im Holz. Bedauerlich. Vielleicht könnt ihr eines Tages die Arche so weit bringen, dass sie ihn freiwillig wieder freigibt. Ja, wenn die Zeit es zulässt, werde ich versuchen, ihn zu finden. Bis dahin muss es... Ich schätze, dieser Zweizack wurde entweiht. Wie lange muss es der hier tun? Vielleicht könnt ihr ihn ja wieder nachweinen. Nun gut, Männer, Frauen, aufgemerkt! Ich... Habe ich Aufmerksamkeit, oder? Du hast die volle Aufmerksamkeit. Wie ihr sicherlich noch wisst, bin ich von Standes wegen euer Kapitän. Aber ich würde nicht entgangen sein, dass es auf einem Schiff dieser Große unmöglich ist, auf allem und jedem die Kontrolle zu bewahren. Entsprechend werden wir einige Leute ernennen, die in unserem, in meinem und im Namen meiner Kameraden hier für Ordnung sorgen. Zum einen Ritter Jagold, er tritt bitte vor. Ja, er tritt aus den Reihen hervor und bedeutet dann auch seiner Knappin da stehen zu bleiben, wo sie steht. Nun, ihr habt mir und meinen Kameraden ja bereits, seid ihr ja eine große Hilfe gewesen. Jeder Mann auf diesem Schiff, der eine Waffe führen kann und dies auch will, ist ab jetzt ihm unterstellt. Nimmt von ihm Befehle entgegen, als kämen sie direkt von mir, wenn ich nicht da bin. Verstanden? Ja, schon. Gut. Alle, die sich eher mit, den Fernwaffen beschäftigen, ihr hört auf Fiona. Sie hat euch ja bereits eingewiesen und wird dafür sorgen, dass ihr alle vernünftig damit umgehen könnt.
die Matrosen und ich weiß, ihr habt derzeit nicht viel zu tun. Puckt da tritt hervor. Verbeugt sich. Werden sich auch in Zukunft an Ogdan richten und Befehle von ihm empfangen, als, wie gesagt, kämen sie direkt von uns. Sisi, Senior, das ist richtig. Ich bin der Mannschaftssprecher hier an Bord und ich möchte euch ganz herzlich an dieser Dämonenarche begrüßen. So grausam das hier auch alles ist und welche Umstände uns auch immer hierher begleitet haben, es ist sicherlich ganz furchtbar, wir werden schon das Beste daraus machen. Zusammen mit mir an eurer Seite kann eigentlich gar nichts passieren. Ich habe schon eine ganze Menge Kameraden hier das Leben gerettet und Senores, Senoritas, ich habe bereits auch das Leben von vielen von euch gerettet. Ihr kennt mich, ihr wisst, wer ich bin Ogdan, ich bin immer für euch zu erreichen. Ich habe bereits meine Kajüte hier unter bezogen, ihr wisst, wo ich mich finden könnt. Klopft doch bitte vorher an, aber meine Tür steht generell überall offen. Er verfällt ins Labern und er hört nicht auf. Versuche ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen zu bringen. Irgendwie. Er sieht das nicht. Er hat sich gerade vor die Leute gedreht, die hier angetreten sind, und, lamentiert, läuft mit den Händen auf dem Rücken, als wäre er hier der Kapitän. Ja. Guck an, das reicht dann auch erst einmal. Herr Senior, ich bedanke mich bei euch. Wir haben Dinge zu tun. Es bleiben übrig. Order, Bisrabul und Jasper. Ich habe weder die Autorität, euch Befehle zu erteilen, noch möchte ich dies. Ihr könnt euch auf dem Schiff frei bewegen und euch Beschäftigungen suchen, wie sie euch belieben. Kommt der Mannschaft und mir nicht in die Quere und tut nichts, was den Göttern nicht gefallen würde. Ja, geht mal kurz auf und ab, atmet nochmal durch. Ich weiß, die letzten Tage waren beschwerlich und anstrengend. Und der Aufenthalt auf dieser Dämonenarche, das ist sie, ist ebenso beunruhigend wie ihr Auftauchen vor Valusa. Die meisten von euch sind nur hier, weil sie in einem beherzten Moment den Mut ergriffen haben, das Richtige zu tun und den Angriff dagegen zu führen. So sind wir also alle hier und so sitzen wir jetzt alle im selben Boot. Wenn wir alle mit Mut und Besonnenheit handeln, werden wir auch sicher wieder heil nach Hause kommen. Und wenn Rondra und Pius so wollen, auch die ein oder andere Dämonenarche auf dem Weg zurück in die Tiefen der See schicken. Gut, jeder hat seine Aufgaben, wegtreten. Ragnar, du stehst gerade unten, reißt gerade die dritte Arbalette in Richtung des kleinen Mannes, Ruptil, und siehst, wie irgendetwas aus diesem Berg aus Gold auf dich zukommt. Eine Ratte? Wahrscheinlich. Oh shit. Nein, nur mein Leben. Das ist keine Ratte. Du siehst, wie ein Wesen. Das ist nur Metall. Rostiges Metall. Mit okay. Zwei Rattenköpfen, wie es auf dich zukrabbelt und versucht, dich zu beißen. Wie schnell ist das Vieh? Ja, Initiative. Dann schauen wir uns jetzt mal nach, ob du da vorher wegkommst. Geschwindigkeit. Ich finde hier gerade keine Initiative. Das Ding hat aber eine Geschwindigkeit von 14. Ist also krank schnell. Hast du Ini? 17? Ja, 17. Ich glaube, das Ding ist schneller. Ja, wenn es eine GS von 13 hat, kann ich das einsehen, ja. 14, GS 14. Ja, dann beißt es jetzt mit zwei Köpfen nach deiner Hand. Und er trifft einmal. Oh shit. Kann ich die Arbalette wie eine Keule zum Parieren benutzen? Würfel mal eine Ring oder Raufenparade und je nachdem, ob du die Hälfte deines Wertes schaffst, dann hast du auch sogar schon den Stiel der Arbalette da. Wenn ich die Hälfte des Wertes habe, wie meinst du das? Genau, also würfel mal eine Parade, Raufen oder Ringparade. Ja, easy. So, also die Hälfte von der Parade wäre dementsprechend 5. Das heißt, wenn du eine 5 hättest, dann würdest du nicht nur waffenlos parieren, sondern auch mit dem Ach so, nee, ich wollte die einfach nur als Keule führen, damit ich die quasi damit parieren kann. Aber genau, richtig, genau. Oder da hätte ich nämlich gesagt, dann wärst du nämlich schnell genug, hättest dann zur Arbalette schon gegriffen, aber warst gerade dabei, sie dann weiter zu retten. Also, gar kein Problem, sind nur 5 Schaden. Gar kein Problem, ich kann um mein Leben. Ja, also das Metall schnappt zu, zumindest eines der Köpfe, und du siehst, wie du wohl
Das sieht fast aus wie Haizähne, haben sich da wohl geformt, irgendwas Metallisches. Ist das ein Stück Ankerteil? Zumindest öffnet sich dann das Maul wieder mechanisch und ja, dann gibst du Hackgas. Ja, dann gebe ich freie Aktion. Lubdil, renn! Lupp Mit der dir rennt! Arbalette! Mit der Arbalette? Mit der Arbalette. Zwei Wunderbar, Minuten ich warte Lubdil. später, 2 Minuten später stehst du auf dem Oberdeck mit 3 Arbaletten, beziehungsweise 2 und eine bei Lupp dir. Also nach dem Schock wäre ich erstmal da irgendwo. Keine Ahnung, hätte ich. Rennt mir das Vieh hinterher, wo auch immer wir jetzt Nee, 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 rauskommen? das bleibt da und bewacht die Schätze. Alles klar, dann würde ich da voll schwer atmend stehen bleiben. Was? War das? Lobtiel sagen Ratten böse, Ratten mögen Lobtiel auch nicht. Aber du bist doch ein schneller, oder, Lubdil? Lobtiel schnell. Haben die dich schon mal gebissen? Oft. Und das Er steckst du so zieht weg? sich so gerade sein fettiges Shirt nach oben, kannst sehen, wie da wohl ganz viele Speckrollen sind, was auch immer er da zuerst kriegt. Ganz viel Schimmel, ganz viel Schuppen und mehrere Bissspuren und Narben, die da in seinem Fettgewebe zu sehen sind. Das ist nicht gut. Aber Weil okay, komm, wir bringen jetzt erstmal Lobtiel geht da hier. nicht gerne rein. Nee, aber wir müssen da jetzt noch ein, zweimal rein, okay? Und danach mache ich dir was Wunderbares zu essen. Lobtiel? Komm schon, Lobdil. Wir sind Okay, Freunde. dann würfel mal über Redprobe. Sie ist erleichtert um 3, weil er dich mag. Du kannst ihn so verarschen, das arme Vieh. Komm schon, Lupti, wir sind doch Freunde. Was soll Lobdil holen? Weißt du noch diese, oh, ich habe selbst schon vergessen, was da alles drin war. Da war einfach zu viel drin. Ja, diese ganzen blinkenden Juwelen. Du weißt, was die Juwelen sind? Lobdil? Dieses. Diese rot leuchtenden, grün leuchtenden und blau leuchtenden Steine. Davon bring mir bitte so viele du kannst. Ja, wohin möchtest du das Ganze dann gebracht haben? Hast du Also schon einen die eigenen Raum, Arbaletten, oder? die Arbaletten will ich in die Kapitänskajüte packen. Mit Also, warte, warte. Also, Kapitänskajüten ist jetzt ja hier ganz oben, ne? ja, ich kann ja die Aber Treppe einfach nehmen. wolltest du wieder in den Raum, wo du geschlafen hattest? Nee, Weil nee, also ganz die oben. Arbaletten. Die Arbaletten will ich erstmal zur Kapitänskajüte bringen. Ja. Und da würde ich dann einen Zettel draufschreiben, kann man guten Schützen geben. Okay. So für die anderen Leute. Ja, also die machen da richtig Bock. Gut, was machst du mit dem Gold? Das kommt dann in die 23 in deinen Raum, oder? Das kommt natürlich so viel wie möglich in meine Taschen, ohne dass es auffällt. Ja, der Schatzmeister, der sich selbst beschatzt. Und, ja, keine Ahnung, also ich würde die halt irgendwo hinpacken, wo die nicht direkt auffallen würden. Also, dass ich mich jetzt so quasi an diesem Schatz ein wenig selbst bereichert habe. Und Lubdil natürlich auch, mein guter Freund. Würde die halt irgendwo hinpacken, wo man die nicht Würfel mal ein findet. W10. Ein W10. W10, ist der hier ein W10? Das ist ein W8. Oh. Die sollten nicht beschriftet sein. Die ist gute alle Oder so. 10. Ja, hast du noch einen Schicksalspunkt? Hat jemand anderes einen Schicksalspunkt? Nö. Verdammt, hat glaube ich noch einen, oder? Den hat Nee, der hat Mal direkt vorhin. Hat Lupin hat einen. Der Aber wir ist haben da, der jetzt ist nicht gesagt, dass da. wir keine Leute ausgeben. Ja. Du jetzt 10 Punkte Be Gewisse bekommen, Na oder gut, was? Prindigian gibt dir seinen Schicksalspunkt. Ja! Frosty, du hast letztes Mal gesagt, für andere Leute gilt nicht. Was Ist bist du, nicht. ein gnädiger Gott? Es geht mir hier um Lubdil. Dann verliert Lubdil 8 Finger. Was? Oh! Nein! Ja, Nein, Lubdil, doch. nein, 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 nein. Also, Wenn ich sehe, dass er einen Finger verloren hat, da hörst dann du renne ich auf. rein und rette ihn. Okay, gut. Ja, Ich also, mochte wie ihn gesagt, auch. er rennt rein für dich und er ist jetzt irgendwie das zweite Mal hin. Du stopfst gerade, linke Tasche ist voll, rechte Tasche ist voll. Kommt da wieder, er ist überglücklich, dass er dir helfen darf und dass du so nett zu ihm bist. Drückt dir jetzt gerade noch eine weitere Schatulle mit Diamanten in die Hand aus dem Horasreich. Und du siehst, wie er wohl gerade, er hat das gerade selber noch nicht bemerkt. Und würfel mal ein W8. Naja, nee, achso, nee, dann nehmen wir den 8, 1, 2, 3, 4. Er hat gerade den Ringfinger verloren. Kann ich nicht auch einfach so sehen, dass er angegriffen wird und dann kann ich noch dazwischen springen und ihn retten? Nö, die Tür ist wieder zu und dann, ja, also er hat einen Finger verloren. Okay. Mittelfinger ist jetzt weg und er würde dann auch wieder weiter rein, Nein, nachdem er nein, dir. nein, nein, nein. Also, wenn er den Mittelfinger verloren hat. Nein, 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 nein. Lobt ihr? Da geht's doch nicht mehr gut, oder?
Doch deinen Finger. Ja, Loop, dir, das tut weh. Ja, das ist nicht gut. Wir wollen nicht, dass sowas nochmal passiert, verstehst du? Du bist doch mein Freund. Ich will nicht, dass die Sachen wehtun. Gut. Wie viele Schätze habe ich denn jetzt hier so angesammelt, damit ich das nochmal überschlagen kann, ob ich ihn doch nochmal reinschicke? Ja, würfel mal 5W20. Dann hast du Schätze im Wert von 59 Dukaten gerade dabei. Ja. Abwägen? Du herzloser Bastard. Ach, Lubdiel. Einmal noch. Du Herz und bald fingerloser Bastard. Lubdiel rennt los. Nochmal nach. So viel zu hellgrau. Ja, es gelingt. Er kann dir einen weiteren W20 rausholen. Ja, ich liebe dich, Lubdiel. Würdest du ihn nochmal reinschicken? Na, also hätte er keine Finger mehr, könntest du ihn gar nicht schicken. Jetzt also, hör endlich auf! Also mit 8 Fingern kann man ja noch gut leben, oder? Ja, also sag an. Nein, komm, okay, Lubdiel. Lubdiel, es reicht. Gut. Du hast gut gemacht, ich tätschel ihn mal über den Kopf. Lubdiel mag irgendwas essen. Na gut, was möchtest du denn? Ja, ungefähr eine halbe Stunde später steht Ragnar mit Lubdiel in der Küche und es duftet wunderbar im ganzen Schiff nach Essen. Damit beende ich die Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.